So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei einem weiteren Let's Play. Dieses Mal wieder Medieval Dynasty. Ich habe es ja schon mal Let's Played, beziehungsweise aus dem Stream hochgeladen. Und auch dieses Mal wieder. Es ist ein Live-Let's Play, das heißt auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Denn Medieval Dynasty hat ein Update gekriegt. A, eine neue Map und B, einen Coop-Modus. Und den Coop-Modus wollte ich direkt ausprobieren mit dem lieben Wake Platin. Hi. It's me, the Burning Man. Ja, Wack wird sich sicher anzünden. Ich weiß gar nicht, ob es geht in dem Spiel. Wir haben den Coop-Modus hier von Medieval Dynasty schon getestet. Es gab ein kleines Streamchen, wo wir das zu dritt durchgedattelt haben und ein bisschen aufgebaut haben. Es funktioniert wunderbar. Und dann dachte ich, gut, mache ich Live-Let's Play davon. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Und ihr seht hier, wir haben das Tal. Das Tal ist das, was am Anfang rauskam. Da haben wir auch schon LP davon gemacht, wer das gerne sehen möchte. Ich verbinde es mal in der Infokarte. Da könnt ihr da mal reinschauen. Ist aber jetzt, glaube ich, 3 Jahre her, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das hier aufzeichne. Und wir haben jetzt hier Oxbow. In diesem Modus kannst du deinen eigenen Spielcharakter erstellen. Einzelspieler und Coop mit bis zu 4 Spielern. Einige Mechaniken können sich vom Originalspielmodus unterscheiden. Solo? Dam. Ja, wir spielen Solo, scheiße. Nein, also, wir spielen Coop. Das ist extra die Zeit genommen hier. Mehrspielermodus mit bis zu 4 Spielern, die Sitzungscodes, bla bla bla. Okay, es gibt einen Sitzungscode hier. Den ich mal schnell so. Ja, wir machen kurz den hier. Dann mache ich den kurz Copy. Pasta? Dann muss ich Copy Pasta. Dann muss ich das schnell weg zuschicken. Einen Moment, ihr habt jetzt Black Screen. Ja, warum? Okay. Here we go. Hey, you're funny. Don't be called as Nutella. What the fuck? Wer ist alles da? Hold on. Ich starte jetzt. Isst du jetzt dein Nutella-Brot, Teller? Nutella-Brot. Nutella. So, also, da wir ja schon getestet haben und schon Multiplayer ein bisschen unterwegs waren und Sachen und so, bin ich wieder eingespielt. Ich weiß wieder, was zu tun ist. Und ich habe die Map schon ein bisschen erkundet, natürlich. So die spannenden Punkte, die man erkunden kann, die habe ich extra nicht erkundet. Es gibt weit oben im Norden was Interessantes, zumindest sieht es auf der Karte interessant aus. Es ist ein ähnliches ein Sumpfgebiet wohl, wo man ein bisschen unterwegs sein kann. Und ich habe mich aber schon ein bisschen umgeschaut, wo denn ein schöner Platz wäre zum Bauen. Der Code geht nicht. Du musst erstmal komplett reinladen. Erstmal. Ja. Bist du an meiner POV interessiert? Warum? Das ist nebenbei irgendwie Aufnahme oder so ein Spaß. Aha, ja, nö. Holy moly. Holy moly, warum? Ich muss den Sound nachher noch ein bisschen lauter machen von der Musik. Die Musik ist so herrlich, aber im Menü ist das so laut. Im Winter ist kalt und Bäume machen Aua. Ja. Soll ich den nehmen? Der sieht mir einigermaßen ähnlich. Gut, der hat hier vorne noch ein bisschen mehr Haare als ich. Der ist mir zu grau. Also, man kann hier ein bisschen drüber, ne? Bisschen individueller. Männlich, weiblich. Wenn man Bock hat. Man kann das Hautbild ein bisschen verändern. Ich finde das eigentlich ganz gut. Was mit der Stimme? Will you marry me? Will you marry me? Noch nicht. Thank you. Thank you. Good job. Follow me. Wir machen mal die 2. Was machen wir beim Gesicht? Ich glaube, wir lassen das größtenteils, ne? Bisschen weniger streng. Die Nase ist gut. Das ist auch gut. Finde ich super. Die Augen. Bin ich blind. Wir machen sie grün. Sekundärfarbe. Typ Muttermale. Ne, das ist gut. Sommersprossen brauchen wir nicht. Willst du mich heiraten? Noch nicht, danke. Ja, noch nicht, noch nicht. Grundfarbe. Ja, damit arbeiten wir. Oder?
Ja, das ist gut. Okay. Dies ist mein Charakter. Ich steck da eh nicht, also ich steck nicht allzu viel Mühe rein, weil es ist nur Wack, der mich angucken muss. Jesus Christ. Aber dein Charakter soll bitte schön aussehen. Ich fühle mich angegriffen. Warte, mir ist die Haarfarbe ein bisschen... Jetzt soll ich da einen weiblichen Charakter machen? Nein. Alright. Das wollte ich hören. Denn... Ich hätte gerne Echsenmenschen. Würde ich feiern. Ja, das ist okay. Wir bestätigen das. Der heißt Nexus, der gute Mann. So wie ich. Ich wurde als Nexus geboren und ich werde als Nexus sterben. Kleiner Spaß. Also. Wir können Ego-Shooter spielen. Ja, genau. Piu-Piu, stirbt auf. Wir können aus Ego-Perspektive oder so. Ich bin aber gerne so unterwegs, weil ich das eigentlich sehr angenehm finde. Und ich muss die Musik noch schnell ein bisschen lauter machen. Audio. Und Chat, ihr müsst mir einfach sagen, ob es gut ist von der Lautstärke her oder nicht, ne? So, ich würde sagen... Wir warten noch schnell auf Wack, oder nicht? Nein, du machst einfach, ne? Also, wir haben jetzt die erste Mission. Ja, sprich mit Seduwin. Und wir sind... Ich zeig mal schnell die Karte. Ich glaube, viele gucken auch die erste Folge. Warum mal zu schauen, wie die neue Karte aussieht. Wir haben hier die Hauptstadt, wo wir starten. Dann haben wir hier noch eine. Wir haben den ganzen Fluss. Hier ist ein bisschen Gebirge. Hier haben wir einen Sumpf. Oder sumpfähnlich. Hier ist nochmal ein Städtchen. Und hier oben noch was Spezielles. Ja. So ist das aufgebaut. Hast du unterschiedliche Augenfarben? Ja, das dachte ich mir auch. Ich fand's cool. Weiß ich jetzt nicht. Wie mich immer irritieren, wenn ich dich angucke, weil das ist zu... Das ist zu markant. Ja. Schau mal in die Sonne. Also die Leute, die ich kenne, die es haben, die haben grün und blau. Häufig. Ja. Und das, da ist der Unterschied minim. Weil die Farben doch sehr nah beieinander sind. Ich hätte beinahe ein Rad mitgenommen. Wer stellt hier auch ein Rad ab? So. So, ich rede mal schnell mit ihm. Also, oh, du lebst und du siehst sogar recht beweglich aus. Das ist überraschend. Du klingst beinahe enttäuscht. Das bin ich nicht. Ich hatte meine Pläne, nach deinem Ableben etwas in deinen Innereien herumzustochern. What the fuck? Was? Aus reiner Neugierde natürlich. Aber ich bin froh, dich wieder bei Bewusstsein und auf den Beinen zu sehen. Okay. Ich bin definitiv auch froh, auf den Beinen zu sein. Wer war... Entschuldigung. Wer wäre das nicht? Ich trauere sicher nicht den Tagen hinterher, an denen ich deine Eimer ausleeren musste. Und seien wir ehrlich, du hast es ohnehin fast nie bis zum Eimer geschafft. Okay, also wir waren verwundet wohl. In dem Fall füge ich meinem Dank noch eine Entschuldigung bei. An wem soll ich beides adressieren? Mein Name ist Seduwin und ich bin der Bada und Wundarzt hier. Zumindest nennen mich die Leute so. Ursprünglich hatte ich eigentlich kein sonderliches Interesse an der Heilkunst. Aber ich nehme an, ich war am Ende einfach derjenige, der am wenigsten gezögert hat. So. Nach einer Axt zu greifen, als es nötig wurde. So ist das in Oxbow. Es ist egal, wer du vorher warst. Es zählt nur noch, was dein Land mit dir vorhat. Du wirst sehen. Okay, ich höre zu. Bevor ich noch mehr deine Fragen beantworten kann, soll ich dich... Oh mein Gott, ich kann nicht vorlesen. Sollte ich dich mir genauer ansehen? Wir müssen sicher gehen, dass jedes Teil von dir richtig heilt. Fang hier damit an, dass du mir sagst, was das Letzte ist, an das du dich erinnerst. Daran, dass ich in einem Haus in der Nähe aufgewacht bin. Ich erinnere mich an nichts sonst. Verstehe. Glaubst du das wirklich oder willst du nur, dass ich das glaube? Glaubst du, ich mache Witze? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin oder wer ich bin.
was ich überhaupt gerade fühlen soll. Wie sah das Gesicht meiner Mutter? Wie sah das Gesicht meiner Mutter aus? Wie sah sie aus? Ich wollte dich nicht verärgern, ich bin nur gründlich. Hör zu. Ich verstehe, wie verwirrend all das gerade für dich sein muss. Gedächtnisverlust ist bei der Art von Kopfverletzung, wie du sie erlitten hast, mehr als üblich. Ich werde versuchen, all deine Fragen zu beantworten. Okay, wer bin ich? Das weiß ich einfach nicht. Cool. Er weiß nicht, wer ich bin. Cool. Was? Warum lachst du jetzt? Übrigens, die ganzen Dialoge, die du gerade auswählst, die wählst du gerade auch für mich aus. Ich find's ultra, ultra entspannt gerade. Ja, also das war so. Wir waren beide in dem Haus und dann ist ein Balken von oben gebrochen und der ist gleichmäßig auf unsere Schädel aufgeprallt und hat uns beiden gleichzeitig in eine Wunde zugeführt. Wir sind Brüder, ja? Die Gebrüder Gaming. Und easy. Wir können uns an nichts mehr erinnern. Okay, easy. Kein Problem. Okay. Also das weiß ich einfach. Ich habe die ganze Zeit hier mitgelesen und auch dir zugehört. Also am Rande, wie gesagt. Mitlesen hilft. Das weiß ich, ja. Ich einfach nicht. Du bist mit dem Wagentross der Baumeistergilde hier angekommen in Oxbow, um beim Bau einer neuen Siedlung zu helfen. Doch der Tross wurde nahe der Grenze überfallen. Du bist einer der wenigen Überlebenden. Das mit dem Zuhause stimmt nicht. Ich habe gerade gelogen. Das war's. Und was? Naja, du konntest es nicht wissen. Du hast es vergessen. Stimmt. Das kann ich nicht entscheiden. Du scheinst in guter körperlicher Verfassung zu sein. Leider gibt es nichts, das ich gegen deine verlorene Erinnerung tun kann. Sie könnte möglicherweise von selbst zurückkommen. Gib dir nur etwas Zeit. Wenn du möchtest, könnten wir eine kurze Übung versuchen, die vielleicht zumindest einen Teil der Erinnerung deiner Muskeln zurückbringt. Ich sag mal, nee, ist okay. Ich brauche ich nicht. Wenn das alles ist, was du willst, was der nächste Schritt angeht, sprich mit Mirogod, er ist der Kastellan hier in der Gegend und möchte dich sehen. Pass auf dich auf. Ja, danke, Mann. Okay. Aha. Es ist so, wenn wir jetzt noch angewählt hätten, dass wir was machen müssen, dann hätten wir jetzt hier noch... Oh ja, scheiße, wir hätten die Sachen noch mitnehmen können, ne? Wissen. Ah, nützlich, guck mal. Wack, bei mir... Ja, bitte. Bei mir hier gibt's ein Buch... Bei dir steht alles drin. Ja, ich weiß, das habe ich in der Test-Session schon. Ja, genau. Habe ich nicht mitgekriegt, habe ich dir wahrscheinlich nicht zugehört. In der Test-Session könnten wir doch aber eigentlich. Hast du schon. Warte mal schnell. Ich habe noch gar nichts mitgenommen, ich habe mir nur ein Messer gekraftet. Okay. Willst du es hier machen oder? Oh, Rohstoffe sammeln, okay. Tab, sammeln. Ja, das wissen wir schon. Magst du das Huhn schnell auseinandernehmen? Na klar. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Fleisch. Das Huhn wäre übrigens, wenn die gesagt hätten, hey, kannst du uns helfen, uns zu erinnern und so, dann hätte er gesagt, ja klar. Und dann hätten wir hier eine kleine Einführung gekriegt. Dann schnell das Fenster schließen. Dann noch nicht Winter im Spiel. Die Kälte noch nicht simulieren. Sie ist noch Sommer. Frühling. Oh, ich bin so alt. Okay, setzt er sich hin. Lass mal mit Mirogod reden. Wo ist der denn? Okay, schön. Hey, wir haben hier einen. Ja, wir müssen von weit weg kommen, weil die sprechen Englisch und wir Deutsch. Hey, guck mal, der macht Butter. Oh, geil. Ja, ne, dann, und hier sind Fische. Mal Butter bei den Fischen, ne? Also, das ist ein Hafen hier. Schön. Das ist der Mann, den wir suchen. Fischbutter, ja, genau. Mirogod, hör auf, mich zu belästigen. Siehst du nicht, dass ich... Oh, du bist es. Du hast dir Zeit gelassen. Okay, ja. Guten Tag, mein Herr. Wie du gewünscht hast, bin ich hier. Weniger reden, mehr zuhören, Bauer. Meine Zeit ist kostbar. Der ist sympathisch. Pass auf, in der Vereinbarung mit deiner Gilde ging es um einen ganzen Tross Baumeister, Handwerker, Architekten, Unmengen an Materialien, alles, was zur Erschaffung einer neuen Siedlung benötigt wird. Das Einzige, das ich stattdessen bekommen habe, bist du. Naja, ist aber nicht meine Schuld, dass... Psst. Sei doch froh. Ich bin noch nicht fertig mit Reden. Also, weil deine Leute beschlossen haben, sich
überfallen und abschlachten zu lassen. Ja, war freie Entscheidung. Das ist super. Ganz bestimmt. Da kamen die Banditen und haben gesagt, was wollt ihr? Und die haben gesagt, tot, tot, tot. Und dann hat es angefangen. Wollen deine Freunde in der Gilde nichts und niemanden mehr schicken? Das ist nicht, was wir vereinbart haben. Doch ich bin zu müde und zu beschäftigt, um zu versuchen, ihnen Vernunft einzureden. Also wirst du genügen müssen. Genügen für was? Meine neue Siedlung zu errichten natürlich. Ach das, sicher ein Kinderspiel. Nein. Aber ich bin kein Baumeister, wir wählen das mal aus. Das ist mir egal. Oh, mit Handbewegung, krass. Der ist richtig sauer. Das ist mir egal. Das hättest du dich überlegen sollen, bevor du der Baumeistergilde beigetreten bist. Jetzt will ich meine Siedlung. Also krempel besser die Ärmel hoch und fang an zu arbeiten. Geh zu Dervan. Der ist mein Quartiermeister. Sollst du etwas brauchen, belästige ihn damit, nicht mich. Ich könnte auswählen, halte deinen Mund. Sie wurden alle ermordet. Abgeschlachtet. Naja. Ich kann mich ja nicht dran erinnern. Aber ich kann wirklich nicht. Bla bla bla. Sicher, sicher, eines noch. Ich erteile dir die Erlaubnis des Kastellans, auf jedem Grundstück unbewohnten Landes in Oxbow mit dem Bau zu beginnen, solange du deine Steuern zahlst, natürlich. Und jetzt verschwinde. Na, ich sage mal, denke. Okay. 3, 3, 3. Wähl die 3 aus. Schreien an. Nein, ja, nein. Wir müssen irgendwie gucken, deine unterschiedlichen dass wir den Augen aus der irritieren Stadt... mich immer noch, ne? Er guckt halt nur einfach nur in seine, ist schon okay. Wir also ich guck dich nur so an. Nein, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. So. Ja, Wack, was willst du? Wir müssen einfach... Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ey. Wir müssen gucken, dass wir den irgendwie aus der Stadt blocken und den einfach mal abmuxen, oder? Was ja, finde ich gut. Mein, der... wird dann schon gucken, wie aber freiwillig es ist, abgeschlachtet zu werden. Weißt du, was es ist? Theoretisch können wir uns jetzt zum Vorteil nutzen, weil wir können ja jetzt überall bauen. Der ist Dervan, okay. Ich bin froh, dich wieder bei guter Gesundheit zu sehen. Ich bin Dervan. Piastovias, Quartiermeister. Der Kastellan hat mir gesagt, ich soll mich an dich wenden. Ich verstehe. Erlaube mir... dir deine Situation ein wenig genauer zu erklären, um unser Herrscher tendiert dazu, mitunter ein wenig kurz angebunden zu sein. Ja, bitte, das würde sehr helfen, finde ich sympathisch. Nun, deine Gilde wurde in den Oxbow eingeladen, also weil die Gegend so heißt, um eine neue Siedlung zu gründen, die sich mit der Zeit zu einem starken Verbündeten Pistovias entwickeln könnte. So viel habe ich verstanden. Da hinten ist Son Goku, der gerade Hamehameha gemacht. Du wirst dich wahrscheinlich fragen, wofür braucht Piastovia einen solchen Verbündeten, oder? Was bedeutet das wirklich, ihr Verbündeter zu sein? Diese Fragen sind schwer zu beantworten, keine Frage. Manche würden sogar sagen, gefährlich zu stellen. Okay, und was versuchst du mir zu sagen? Entschuldige, vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte damit nichts andeuten, dass du dich in irgendeiner Gefahr befindest. Der Oxbow ist ein wunderbarer Ort, abgesehen von hungrigen Wölfen und dem einen oder anderen betrunkenen Abenteurer, der zum Gesetzlosen geworden ist, hast du nichts zu befürchten. Es sei nur vorsichtig, wem du dein Vertrauen schenkst. Okay, ja, aber sprich offen mit mir bitte. Seufz. Sagen wir einfach, nicht jedes Dorf in Oxford hat ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn. Ein Freund an einem Ort mag dir einen Feind im Nächsten schaffen. Nicht jedes Lächeln, das dir begegnet, wird aufrichtig sein. Menschen werden von Macht angezogen. Super, ich lese gerade. Und das lässt sie womöglich leicht ihre Menschlichkeit vergessen. Okay. Ich werde vorsichtig sein, danke. Oh, der kleine Junge hier, hallo. Gut, gut. Während du dich mit dem Kastellan unterhalten hast, habe ich ein paar Dinge in der Kiste neben Zedovins Krankenhaus für dich bereitgelegt. Es ist nicht viel, einige wenige Gegenstände, die wir nach dem Gemetzel bergen konnten. Und ein paar nützliche Dinge, die dir den Anfang erleichtern werden. Das weiß ich zu schätzen, danke Mann. Das ist dann alles. Das Einzige, das noch zu tun ist, ist für dich dort hinauszugehen und alles zu erkunden. Streife umher und finde den besten Platz für eine neue Siedlung. Ich bin sicher, dass du gut zurechtkommen wirst.
Oxford, ich komme. Let's go. Die Reputation deiner Dynastie. Hey, plus 200? Ja. Also, die Texte waren sehr spannend, du. Aber wir haben gerade plus 200 Ding gekriegt. Also, um es kurz zu erklären. Wir hatten in dem Testrun ein paar Sachen stibitzt und geklaut. Und ich wusste nicht, dass wir mit plus 200 starten. Wir müssten das echt in den Boden gefahren haben, in den Testrun. Aber gut, dann wissen wir das jetzt. Also muss ich mal überlegen, wie häufig die uns erwischt haben müssen, ne? Also ich glaube minus 20 pro Diebstahl. Mal mindestens. Ja. Gut, aber er hat noch ein paar Sachen hier hingelegt, nicht wahr? Wahrscheinlich diese Kiste. Wo? Ja, guck! Ich zeig dir, guck auch mal schnell rein, dann weißt du, hast einen Überblick, ich habe noch nichts rausgenommen. Holy moly! Okay, magst du mal schnell weggehen? Nein! Also gut, dann pick dir mal das raus, was du haben willst, dann nehme ich die restlichen Sachen mit. Die Kiste ist leer. Nee, echt? Als ich reingeguckt habe, war da noch was drin. Also, warte mal schnell. Kupferaxt, Kupferhacke, Kupferhammer. Ah, das ist teilweise in doppelter Ausführung. Also, einfaches Säckchen. Soll ich mal schnell alles, was einzeln ist, zu mir nehmen und von allem anderen... Ja, mach halt. Dass du jeweils die Hälfte hast, ne? Ja. Du was brauchst, sagst du einfach. Also das ist ja, Kupferaxt, das hier. Die Pfeile nehme ich mal schnell alle zu mir, weil ich den Bogen ja bei mir habe dann. Und so fängt es an. Kupferschaufel. Verbranntes Stück aus dem Wagentross. Lesen wir gleich. Nee, dann nehmen wir eins, dann nehmen wir auch eins, dann nehmen wir auch eins, damit wir das fair geteilt haben. Ich gebe dir zwei Steinäxte, weil ich hier alles andere mitnehme. Ich hab schon eine Steinacht, alles gut. Kupferhammer, Holzhammer und eine Fackel. So, der Rest ist, alles war doppelt und nimm du das mal mit. Dann hat jeder was dabei. Okay. Geh mal bitte ganz kurz. What the? Ja, ich weiß, ich brauche zu viel. Komm mal ganz kurz hier mit. Und wir bedienen uns mal ganz kurz der ganzen Johanneskraut hier und den ganzen. Meinst du? Weil haben die kein Problem damit? Nein, die haben kein Problem. Oder? Nö. Okay, für einen kurzen Moment hatte ich. So. Ja, nehm nicht, lass nicht alles mitnehmen. Wir finden ja so was an, ist gut. Ja, nimm mal fühlt ein bisschen. Sich, ja, es fühlt sich. Also, aber nicht alles vom Dorf mitnehmen, ja? Ich will die Spielexperience schon ein bisschen anständig aufrechterhalten. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich meinte nur, sobald wir aus dem Dorf raus sind, haben wir direkt Wölfe. Und ich würde sehr gerne ein bisschen HP generieren. Ah ja, gute Idee. Wölfe. Also, Bogen machen wir mal auf die 4. Die Fackel ist hier drin. Mache ich die Kupferachse auf die 2. Kupfermesser mache ich schnell auf die 1. Den Holzhammer mache ich schnell auf die 8. Das sind die Pfeile. Wo habe ich meinen Speer denn? So. Ich muss aber sagen, das Dorf ist äußerst schön, Mann. Das ist voll gut. Man kann hier auch hoch, ne? So. Weg, ich würde sagen, wir ziehen los und gucken, wo uns das Glück hin verfrachtet. Ja. Alles gut an. Ich, Hast du schon eine Idee, in welche Richtung du also, ich hab, wie gesagt, Chat, ich habe ja schon einen Testrun gemacht, wo wir ein bisschen was angeschaut haben. Und eine Idee... Eine Idee ist, dass wir direkt hier daneben anfangen zu bauen, auf der anderen Seite des Wassers. Also das wäre, wenn wir hier runter gehen. Ist noch ein bisschen weit weg von mir, alles gut. Hier links über die Brücke, ne? Jagdgebiet entdeckt Enten. Ente süß sauer.
So, einfach hier auf der anderen Seite. Oh mein Gott, wie süß Enten. Das ist... Das hier ist eine Seite, wo ich mir denke, da hier könnten wir schön was machen. Das ist war noch im Wasser. Oder... Ja, dafür müssen wir ein Stück laufen. Ich brauche mal zwei Baumstämme. Okay. Für Sperren so. Umfallende Bäume können einen übrigens töten. Also ich sag das eigentlich mehr mir selber. Aus bestimmten Gründen. Ein Fuchs faucht mich an. Ja, bei dem Testrun ist mir das passiert. Ich bin selber erschlagen mit einem Baum. Schlafen! Schlafen musst du ein Haus bauen, um Lagerfeuer zu entzünden. Geschlafen werden kann nur zwischen 19 und 7 Uhr. Wird der Spielercharakter schlafen geschickt, wacht er am Morgen des nächsten Tages auf. Das Schlafen etc. Okay. Ah ja, by the way, wir spielen zwar koopmäßig mit Wack zusammen. Es kann aber sein, dass wir auch einige Sessions machen werden, wo ich alleine unterwegs bin, weil Wack keine Zeit hat. Quack. Weil Wink keine Zeit hat. Der ist weg dann. Gott. Entschuldigung, die Ente hat mich irritiert. Ich glaube, das werde ich jetzt nie wieder los. Wank. Yep. Nothing is true. Wo ist Wank, 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 Wank? Wo ist Wank? So, ich laufe mal schnell dahin, wo ich noch hin wollte, um das zu zeigen. Du müsstest mir folgen. Ja, ich werde dir sofort folgen, nachdem ich ein bisschen Stroh mitgenommen habe. Das ist übrigens ein Kutscher, der könnte uns in jedes Dorf bringen. Vielleicht haben wir aber 200 Reputation gekriegt, weil ich die richtigen Antworten gegeben habe und anständig geblieben bin, oder? Das ist gut möglich. Wenn wir den Kastellan angeschrien hätten, hätten wir vielleicht keine Reputation gekriegt. Maybe. Die Enten können wegfliegen. Okay. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar, natürlich, ja. Okay, da hinten haben wir kaputte Gebäude. Ich erkunde die mal schnell. Wo habe ich eigentlich meinen Bogen? Bäume fällen. Ja, ich bin vertraut mit Bäume fällen, danke schön. Prüfmodus. Ein Reh war da. Entdeckt Hirsch. Hey, guck mal. Oh mein Gott, okay, alles klar. Alright. Du gehst jetzt Richtung Südwesten? Ich gehe jetzt dahin, wo ich hin will, um dir das zu zeigen. Eine Bettdecke. 500 Preis. Das nehmen wir mit. Und 51 Münzen. Bin reich. Lass dich. Wir scheißen auf das Gebiet hier. Ich gehe in die Stadt zurück. Nein, okay. Ich wollte noch was lesen. Ich gehe dahin, das, was ich dir zeigen wollte. Mhm. Ich folge einfach mal. Wo ist eigentlich das Stück Papier, das ich mitgenommen hatte? Ist das im Tagebuch? Kannst du mir bitte verraten, wie ich einen Speer machen kann? Oben rechts. Also du klickst Q, dann gehst du auf Handarbeit und dann hast du oben rechts Holzschwer. Ja, aber wie mache ich aus dem jetzt Stein? Stein? Ja, wir haben doch ich habe einen Steinspeer jetzt dabei. Ja, aber den kannst du noch nicht machen. Achso, okay. Also den kannst du nicht aus der Hand, dafür bräuchten wir, glaube ich, eine Werkstatt oder so. Naja. Gut. Tonbecher nehme ich mal mit. Plündere hier gerade noch verlassenes Dorf. Mhm. Mehl? Oh, schön. Noch mehr Mehl. Mehl. Beerenwein. Oh, Mann, ist das schön hier. Mann, der hittet hart. Die, die mitkommen. Und nie folgen okay. Können. Aber wenn die hier, wenn das verlassen ist, dann sind wir nicht die Ersten, die hier versucht haben, was aufzubauen. Ausnüchterungstrank, ja, den hätte ich sowas von brauchen können. Überladen, du trägst zu viel. Du gehst langsamer, wenn du überladen willst. Wenn du mehr tragen willst, besorg dir einen Rucksack oder eine Tasche. Alles klar. Ein Steinspeer, aber der hat nur 5%. Ich nehme trotzdem mit.
Vergifteter Steinpfeil, noch mehr vergifteter. Hey, schön. Soll ich eigentlich auf dich warten? 150 Münzen unter dem. Oha. Ich bin halt literally neben dir. Achso. Du kannst gerne auf mich warten, ja. Hey, ich sehe da jemanden. Ich werfe jetzt einen Speer nach ihm. Bitte nicht. Ah! Oh, fuck, hi. Moin. Na, du auch hier? Also, warte schnell. Ich gebe dir... Ja, dir mal den Eimer hier schnell hin. Und das sind die schon, upsala, das sind die schon angefragten Steinspeere. Kannst du einmal werfen, dann sind sie halt kaputt. Mhm. Das ist ein Weidekorb. Ich habe keine Ahnung, für was ich was man einen Weidekorb braucht. Flüssigkeitszufuhr. Ja, wir müssen bald mal was trinken. Prüfmodus. Mit Alt haben wir einen Prüfmodus. Hier war ich noch nicht oben drin. Immer die Fackel. Mit F kann man die Fackel nach vorne nehmen. Aha. Also ich kläre auch nicht nur die Sachen, sondern es geht mir auch darum, noch ein bisschen an. Geht auch an den Chat. Vergiftete Pfanne. Oh, noch mehr. Schön. Hey, hier oben. Warte, hier oben ist noch ein Bogen für dich. Ja, 18%. Weiß nicht, ob du den willst. Und zwei Tränke des schnellen Heilens. Ich lasse dir mal einen über. Ausdauertrank stibitze ich hier mal. Okay, nochmal Münzen. 10 Barren. Ah, herrlich. Schön. Ja, Loot, Loot, Loot. Richtig, Chat. Loot, Loot, Loot. Das sind natürlich immer die Eliten aus Halo. Loot, Loot, Loot. Wenn die lachen, klingt es wirklich so. Okay, so, ich will dir noch den anderen Dings zeigen. Wisst ihr, ich bin vor Wake zu Bewusstsein gekommen. Der lag noch einen Tag. Ich hab schon erkundet. Verständlich. Das da unten. Das da unten. Ja, das ist das ganze Gebiet hier unten. Ich glaube tatsächlich auch, dass es das wird. Also komm mit. Chat City ist eigentlich gut. Ich glaube, bei euch ist ein Ticken dunkler als bei mir hier. Hier links ist ein Wasserfall, ne? Mhm. Das ist die Brücke. Auf der anderen Seite, da haben wir sogar noch eine Höhle. Ah, oh, das ist gut. Ja. Und hier wäre die andere Überlegung, wo ich bauen würde. Ich würde sogar sagen, wir tun das einfach. Wir sind in der Nähe von der Stadt, von dem. Uff. Ja, lag. What the? Also, was haben wir hier eigentlich für Tiere? Ah, Hirsche wären hier. Hirsche wären auch da. Okay. Also, wo fangen wir an zu bauen? Tja, gute Frage. Direkt an der Straße? Ich will nicht zu nah an der Wand. Wir könnten aber auch tatsächlich auf dem Berg drauf bauen. Also über der Mine quasi direkt. Ja, wir kommen mal mit. Ja. Was zum einen ist, braucht sehr lange, bis es einen Weg runter gibt. Okay. Und du meinst auf der Seite über der Mine, ne? Ja. Würde eigentlich gut gehen. Schauen wir uns das mal an. Hier geht es auch darum, dass es ein bisschen geschützt ist von der Position her, ne? Weil hier unten sind wir eigentlich schon, also so im Tal. Könntest das auch ein Land nennen, aber dann einfach angreifbar. Ja, da oben haben wir auch nochmal eine Hütte, ne? Gut, also klettern wir hier mal hoch.
Na, ist uneben. Sehr uneben. Ich würde es drehen. Abbiegen. Ja, dreh mal. Weil du hast jetzt die Treppe auf der Seite, die steil ist. Und dann runterziehen. Gucken, wie weit du runterkommst. Ja, also bis hier. Theoretisch. Was haben wir hier oben? Ja, hm. Wolfsgebiet entdeckt. Ja, nee, lass mal runtergehen. Komm. Ich mein, also eben neben der anderen Stadt zu bauen, wäre halt durchaus von Vorteil, weil wir dann immer direkt zur Stadt könnten. Aber hier hätten wir unser eigenes kleines Paradies. Da ist noch ein Häuschen, was relativ verlassen aussieht. Ich geh mal kurz rum. Komm mit. Loot, 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 loot. Was muss ich denken, wenn ich gar keine Ausdauer habe? Du siehst ein bisschen dunkel. Was dann aber auch schon. Oh oh, da ist jemand drin. Was ist denn das? Ich habe irgendwas gehört. Ja, ich höre hier auch was. Ja. Oh, Pfeile. Bogenschütze. Oh. Ja, das sind einige Leute. Wenn du. Einen habe ich. Ja, nein, weg! Naja. Nicht sterben! Ich sag's mal so. Du bist verwundet. Ich hab dich zum Haus zurückgebracht, okay? Mir geht's eigentlich darum, dass wir versuchen, möglichst nicht zu sterben. Deswegen wollte ich nicht so riskant rein. Okay. Wir tun jetzt so, als ob Wack schwer verwundet ist und ich habe ihn zum Dorf zurückgebracht. Jo. Ist gut? Da. Ja. Ja, weil, also, wenn du halt normal spielst, ne? Dann müsstest du laden. Also, wenn du tot bist, bist du tot. Dann hast du verkackt. Oh, really? Ja. Oh. Siehe da. Aber ich sag's mal so. Die haben eventuell die T-Pose ein bisschen vor mir gemacht, die Gegner. Ja, ja, das war 2 gegen 2. Zum Glück hatten die Kupfersachen. Okay, hier ist ordentlich was drin. Bronzesachen und so. Und ein Bett. Auch nicht schlecht. Bogen. Hase. Ich verstehe. Ja, Wack ist verwundet. Wir haben ihn zurückgebracht und jetzt Nahrung. Danke. Was gibt's denn da Gutes? Ja, ich habe nicht viel gelootet, ich habe nur die Jungs gelootet. Okay. Die Deaden. Hattest du das jetzt Reputation gegeben? Ja, 10. 10 Reputation? Mhm. Nice. Waren das böse. Alles richtig. Mhm. Und mich hat es entsprechend nur ganz kurz resettet. Also, zum Haus zurückgeschickt, weil ich verwundet war. Rotaugen haben wir hier entdeckt. Nein. Nein, du hast Rotaugen entdeckt. Entschuldigung, bei dir. Das ist eine Fischart. Ah ja. Ich muss Wasser trinken. So, Wasser trinken. Chat, was meint ihr? Schreibt ihr mal rein. Eine 1 dafür, dass wir hier bauen. Ja. Und hier müsste eine Mine sein, dann würden wir die Arbeiter immer hier durchschicken. Dann würden wir auf der anderen Seite von dem Dorf hier aufbauen. Oder eine 2 in den Chat für hier. Also schreibt eine 1 für das hier und eine 2 für das hier. Eins, zwei, 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 zwei. Wasserfall ganz eindeutig. Okay. Ich finde das natürlich auch sehr spannend, weil ich glaube, die meisten werden hier bauen. Ich finde das hier halt spannend, weil
nicht jeder da wachen würde. Aber hier ist halt am schönsten. Gut, Wack, es ist entschieden. Chat hat entschieden. Oh. Mhm. Wir bauen hier. Nein. Bauen wir oben oder bauen wir unten? Unten hätten wir den Vorteil, dass wir natürlich direkt die kleine Siedlung aufbauen können mit so viel Holz, wie wir hier rumliegen. Nochmal. Wir haben hier sehr viel Holz, was wir nicht weit schleppen müssen. Ja. Im Gegensatz zu oben. Ja, ich würde fast sagen, dass wir tatsächlich hier unten bauen. Alright. Oder? Ja. Also warte, ich lege mal schnell ein paar Sachen hier hin. Ich habe das Gebäude oben noch nicht geplündert, weil ich kann nie genug die Sachen abladen. 20. Mhm. Hast du auch 20 Trockenfleisch? Jetzt nicht mehr. Wollen wir denn zuerst... Warum jetzt nicht mehr? Weil ich das gegessen habe, um HP zu generieren. Beziehungsweise um grundsätzlich zu generieren. Aber Fleisch generiert doch keine Lebenspunkte. Nein, aber ich brauchte Essen. Okay. Mal was anderes. Bratensfleisch, Trockenfleisch, Moment schnell. So, ja, was anderes. Also eine was Option anderes. Wäre noch... Gott, bin ich schwer. Wollen wir denn zuerst die Straße bauen? Dass wir uns eine Art kleinen Grid machen, wie wir die Häuser dann später platzieren. Eine schlechte Idee, aber ich werde zuerst schnell etwas... Weiß die mal schnell hin. Ich hoffe, Sachen diesmal nicht. So. Wir werden es rausfinden. Es sind nur angefragte Bögen und eine Steinaxt. Also, es gäbe noch die Option, dass wir hier hochgehen. Da haben wir ein Plateau, das ein bisschen besser geeignet ist. Du müsstest mir dann schnell nach. Ja, hübsch. Es ist wirklich, also Nico ist sehr hübsch am Dings. Auf jeden Fall. Eine Möglichkeit wäre hier oben. Wo oben? Hier, wo ich bin. Nur mal bitte die Fackel in der Hand. Ja, hab sie in der Hand. What? Uhu! Uhu! Okay, hier oben bin ich. Sieht gut aus. Sieht wirklich so aus, als ob man ein Dings mal. Vor allem, wenn man sie nach oben hält, wahrscheinlich. Ich kann guck mal nach oben. Ich kann nicht. Nicht? Nein. Macht er eben nach unten? Ja. Okay. Also hier oben wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ich schau mal, wo du da überall bauen kannst. Haben wir da eine Straße oben? Nein. Hm. Ja, lass unten. Ich glaube, unten ist gut. Ich meine, oben kann man immer noch was bauen. Also so ist ja, theoretisch, ja. Und ich denke mal, so wie ich das gesehen habe, müssen wir so oder so viel bauen, dass wir irgendwo mal unweigerlich hochkommen werden. Wir bauen unser Herrscherschloss oben. Das. Okay. Geht klar, Rapunzel. Ich meine, ich habe eine Glatze. Du ich und du bist blond. Ah ne, das bist du gar nicht. Hä? Also okay, dann lass hier einfach mal ein paar Häuser hinklatschen und das natürlich anfangen. Okay. Dann würde ich mal sagen, womit fangen wir als erstes an? Ein Haus. Nur eins? Wir können dafür jeden ein Haus machen, wenn du das willst. Ich würde nicht auf der Seite, ich würde auf der anderen Seite. Damit die immer möglichst wegbleiben von der Wand. Weißt du was? Dann machen wir es doch so. Das erste Haus, das hier so. Ja, du willst direkt eine Straße nach innen. Ja, irgendwie schon. Genau, so gut. Ja? Ist klar. Ich fange mal mit deinem an, würde ich meinen. Fangen wir einfach mit dem ersten an. Ja, warte. Die Schaufel brauchen wir, um aus dem Boden die Sachen rauszuziehen, damit das nicht nochmal wächst. Auf der anderen Seite könnten wir auch ein bisschen was lassen, oder? Ein paar Bäume sind ja auch schön. Ja, safe. Der muss jetzt aber nicht unbedingt da bleiben. Nein, ja, mach ihn weg, wenn
dich stört. Ich brauche Holzstämme. Ja. Joho. Joho. Oh. Ich. Was denn? Okay, ich musste mich kurz in der Stadt verwenden. Wack ist gerade verwundet, der wurde erschlagen von einem Baum. Wack wurde nicht erschlagen von einem Baum, Wack wurde ge-one-shotted von einem Baum. Ich glaube, ich habe meine neue Schwäche gefunden, in den Games, wo ich mich nicht selbst anzünden kann. Werde ich sehr wahrscheinlich mich mit Sachen erschlagen. Baum gleich, aua, aua. Baum ja. Gefährlich. Ja. Let's go! Baum ist Baum, ja. Baum ist Baum. Also. Naja, damit fangen wir nicht an. Also. Machen wir den. How the fuck, man? Jetzt kommen die Stöcke ran. Warte mal schnell. Weißt du was? Wir machen gleich aus Stein, ganz ehrlich. Oder? Oh no, oh no, oh no, oh no. Ja? Hast du Hilfe? Ach so! Ich habe für den Bogen keine Pfeile. Bist du in Not? Nee, ich werde nur von 3 Banditen gejagt. Ah, passt schon, die sind wieder weg. Ohne Fenster? Ah ja, scheiße, die braucht ja Fenster. Du, ihr habt recht. Natürlich habt ihr recht, Jen. Jesus Christ. Naja, das wäre Wax ein Gebäude, das braucht kein Fenster. Wow. Wow, okay, ja. Bauen wir doch direkt eine große Treppe. Ich glaube, so ist fürs Erste ganz schön. Hi. Nado? Hello. Hatten wir nicht eine Schaufel, damit ich das jetzt schon rausnehmen kann? Nein. Ich schon. So, der Baum wächst jetzt. Der wächst nicht mehr nach. God damn it, man. Ich hab's direkt aus Stein gemacht, ne? Ja, perfekt. Dach mit Holzschindeln. Ja, Holzdach. So weit sind wir da noch nicht. Ja, das Dach können wir später auch noch ausschindeln machen. Lass uns mal ein Haus für uns beide machen, ist schon okay. Okay, dann haben wir eine Spitzhacke, ne? Fackel. Nee. Ah. Kann ich das herstellen? Das braucht ihr dein eigenes Haus wegen dem Spawnpunkt, ne? Da hast du recht. Da hast du recht, im Chat, Nico, stimmt. Thank you.
Das war funny. Okay, ich brauche da Steine für eine Spitzhacke. Yes. Aber wie viele Steine generiere ich dann, wenn ich so ein Ding auseinandernehme? Das ist die andere Frage, ne? Ein Stein bis drei. Das ist ja Quatsch dann. Du findest deutlich mehr in der Umgebung, als du abbaust. Allerdings baust du auch Kalkstein ab. Und das brauchen wir fürs Verputzen später. Okay, dann macht es doch Sinn. Dann stellen wir das mal. So, Steinspitzhacke. 5, 6. Okay, das ist kein regulärer Stein. Ha, lul. Musik ist so herrlich. Oh ja. Also da, es vergeht, ich glaube in diesem Spiel vergeht einfach mal so eine Stunde, ohne dass du irgendwas sagst und einfach dir gemütlich der Musik zuhörst. Einfach vor dich hinbaust oder irgendwas abbaust oder whatsoever. Oder? Mhm. Wie schnell wachsen jetzt die Bäume noch? Wie wieder? Wie schnell wachsen Bäume noch? Ich glaube ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Zwei Jahre meintet ihr? Okay. Stein? Ja, fürs ausschließlich, glaube ich. Oh shit, die Flechtwand hier oben. Okay, da muss das weg. Das, ich trottel. Ja, das Dach lassen wir halt mal, ne? Weil Bretter haben wir noch nicht. Ja. Oh, neues Level, überleben. Machen wir. Was ist das? Mehr Erfahrungsgewinn bei Überlebensaktivitäten, bessere Temperaturtoleranz, Giftresistenz. Ich würde sagen, wir gehen mal mit mehr XP. Ein Dach ist fertig. Ja, alles ver. Tja. Er wollte da gerade raus. Okay. Ja, ich sehe schon, du rotest im Grunde genommen in die Richtung, wo du ziehen willst, ne? So ungefähr. Wasser entlang, ja, ist clever. So ungefähr.
Darf ich das erste Haus beanspruchen? Klar. Weil ich würde gerne Sachen abladen, weil ich habe zu viel dabei. Ich glaube, du kannst es so oder so beanspruchen. Oh, das hier, das ist ja cool. Ja, du kannst an die Dings ran dann. Wie viele Stöcke habe ich denn? Ach, noch 105 Stöcke, Herr Mensch. Mein Gott. Was tue ich meinen Charakter hier eigentlich an? Oh, warte mal, da haben wir noch was. Was ist das denn hier? Ah, oh, Kalkstein. Und eine Bronzespitzhacke. Ah ja, in der Wand wurde Kalkstein abgebaut, ne? Ja, schön. So. Materiallager wurde freigeschaltet, wunderbar. Gott, ich bin zu schwer. Warte mal, leveln wir beide unterschiedlich voneinander? Ja. Yeah. Hm. Das schon, ja. Das erklärt jetzt dein Überleben im Vergleich zu meinem Überleben. Warum wohl auch? Mein Überleben zu deinem Überleben? Hä? Ich bin zweimal verreckt. Aha, nein, das dürfte ja, du bist nicht verreckt, du bist verwundert worden und dann hat man dich in war nicht doch. Wir haben ja sehr nah gebaut und deswegen konnten wir dich verarzten lassen. Du hast dich verrenkt, ja, als die Axt in deine Brust gesprungen ist vom Banditen, genau. You're right. Ja, also das mit dem Baum, das war ja, ne? Eine Erfahrung. Das Ding ist, wir können es ja rechtfertigen, indem du bist verwundert, ich habe die Banditen getötet und dich dann gerettet. Gern geschehen übrigens. What the fuck? Das waren zu kompetitiv. Oh, hier sind sogar Beeren. Ja, um die würde ich drumrum bauen. Hier. Düften im Sommer. Dürfte da was gehen. Eingeschaltet, Jagdhütte. Aber wenn wir jetzt schon gute Reputation haben, dann dürften wir theoretisch... ...schon Leute anheuern können, ne? Ist fertig? Sweet. Okay, ich beanspruche mal und lade mal ab. Ja, machen Sie das, machen Sie das. Ah. Achso, weil wir nicht mehrere Aussagen können, nicht beanspruchen, das ist schon hier Tore gefangen, ne? Ja. Natürlich. Dann schmeiß die Äpfel auch mal schnell rein. Dann den Ausdauertrank, Ausnüchterungstrank, den Wein, die Bettdecke. Haferbrötchen rein. Wo haben wir Mietflaschen dabei, Alter? Mehl. Roggenkorn. Hey, nicht schlecht. Ein Temperaturtrank. Ihr Tonbecher. Die Heilungstränke gebe ich wahrscheinlich besser dir. Ach, Kappa. Zinnwaren, Zwiebeln. Was? Genau das. Ist weit, 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 ganz hinten im Wald jemand lacht. Andere Banditen, die Banditen gekannt haben, die wir getötet haben. Da gibt's tatsächlich noch welche, ne? Ja, du bist ja von 9 bist du ja geflogen, ja? Ja. Die werden wir auch noch abmurksen. Ja. Ja. Mit einer einzigen Voraussetzung, Karl. Die Hände werden nicht gegessen. Verstehe. Dann bin ich beruhigt. Okay. Oh, ich sehe schon, du wirst so dann durchziehen. Ja, sehr sweet.
gute Idee. Like, I like that. Would you like? Ob wir zusammen wohnen? Nein, wir laden nur Sachen ab. Es ist ein gemeinnützliches Haus. Bis jeder sein Schloss hat. Also ist bei mir so willkommen, dass es seinen Müll bei mir abladen kann. Sowas mache ich halt natürlich nicht zu Hause, von daher. Hast du den Eimer hier hingestellt? Ja. Okay, cool. Ich muss ihn irgendwo abladen. Hallo, Nexo. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich gehe hoch und ich schmeiß die Dings runter. Ich schmeiß da ein paar Sachen runter dann. Also Baumstämme und so. Wo hoch? Ich zeig's dir dann. Okay. Also warte schnell. Ich schmeiß die Steine hier mal schnell raus. Ich brauch jetzt Space. Also das behalten wir. Dann raus. Holzstamm habe ich einen jetzt. Kupferhammer. Die schnell rüber. Hier nicht jagen, kann also auch rüber. Kann rüber. Gifteten Eisenpfeilen gehen rüber. Eckchen kann rüber. Immer wieder 27 Stöckchen, GZ. Okay, so. Weil die Baumstämme müssen ja rollen. Der geht auch noch runter. Okay, nichts habe ich gehofft, aber. Okay, so, jetzt müsste ich theoretisch. Genau. Ja. Weg, du musst an den Rand gehen. Da, wo ich stehe. Hä? Da liegen 9 Baumstämme unten. Oh nein. Hat ein Baum fällt! Wow. Mein Holzhammer ist ready. Oh gut, cool. Aaron gibt 4 Bäume. Tschüss. Denn? Ah ja, nice. Sehr geil. Also weiter. Achtung, Achtung! Kann er mich das erschlagen? Gut. sollte man sowas. Offensichtlich nicht. Gut zu wissen. Ja. Vielleicht gibt es natürlich klügere Methoden, wie man das probieren kann, aber mein Gott. Chat, wenn die Musik lauter muss, ihr müsst mir Bescheid geben, ne? Ihr müsst mit mir reden. Chat, vielleicht jetzt. Nee, mit dir schreiben oder reden? Oder? Spiel einfach von dich her. Ich werde einen Baumstamm suchen und ihn nach dir werfen. Ups! Du hast gerade dein erstes Werkzeug zerbrochen. Und sicher war es nicht das letzte. Du kannst die einfachsten Werkzeuge per Hand herstellen. Oder sie billig. Okay. Oder halt herstellen, ja. Aber. Ich glaub tatsächlich, dass die Kupferaxt behalte zum Kämpfen, weil die hat echt gute Dienste geleistet. Ich hier mir wieder mit Stein was anderes zusammenbastle. Was Billiges. Yeah, Holzschuppen freigeschaltet. Here we go. Thank you.
Musik? Hört ihr die Musik nicht? Modus bilan. Nein, ihr verarscht mich gerade. Ihr verarscht mich gerade. Du hörst kein... Hast du Streamer-Modus aktiviert? Bro. Dex? Hörst du mich doch? Ja, ja, ich höre dich noch. Okay. Das müsst ihr doch eindeutig... Das müsst ihr doch eindeutig hören, Chat. Warum habe ich jetzt keine Musik mehr? Verstehst du gerade Sachen? Ja. Ja gut, ihr seid aber selber schuld. Ich habe euch am Anfang gesagt, dass ihr das hören müsst und mir sagen müsst, wie das ist. Also Jokes aside, ich habe weiterhin Musik bei mir. Trotzdem. Ja, ich habe auch Musik bei mir. Ich höre ja die Musik selber, aber mein Chat behauptet hier ja die Musik nicht. Tja, Chat, dann habt ihr Pech. Eine Sache, die ihr tatsächlich nicht hört, die aber richtig geil. Ja, Chat, gib mir jetzt ehrliches Feedback bitte mal schnell. Musik ist zu hören. Ist sie gut zu hören? Hört es die Musik angenehm laut? Das heißt, soll wieder leiser machen, so wie es vorhin war. Was hatte ich? 50? Also dann sag mir 50% oder 100% Lautstärke. Und dann stelle ich es dementsprechend ein. Sind nochmal 11 hier weg? Hast du noch irgendwo Stroh? Also ja, einfach am Wasser. Achso. Ihr seid mir aber auch ein Chat, furchtbar. Sicht ist amazing. Oh, Gewinnung, neues Level. Damn, was haben wir hier? Da. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Äxten. Chance, ohne oder Gegenstände bei Graben von Tonvorkommen zu finden. Mehr Erfahrung beim Gewinn von Aktivitäten. Wir machen mal mehr Erfahrung. Wir machen am Anfang aber mal ganz viel mehr Erfahrung. Also ganz ehrlich, bei der Musik kriege ich wieder Bock. Worauf? Witcher. Achso. Chat, YouTube, ihr müsst auf irgendeine Art und Weise ihn dazu drängeln, dass ihr mal Witcher zockt. Jetzt mal im Ernst. So. Hat er nun Let's Played. Und in meine Kategorien, beziehungsweise in meiner Kategorien, ist es ein Must-Play. Eindeutig. Ich habe The Witcher schon mal angespielt. Aber offstream. Und zwar sehr gut, aber ich habe halt dann nie die Zeit gefunden, dass ich ein Let's Play davon zu machen. Ihr habt gehört, Chat. Naja, kommt irgendwann mal demnächst. Und bekanntermaßen hat man immer Zeit. Wenn alles andere schlecht. Gott. Schwer.
Weiß ich jetzt nicht. Steile These. So. Hier haben wir nochmal 13. Ach, scheiße. Nehme ich es einfach mit. Also, ich will eigentlich das zweite Haus noch bauen, dass ich die Folge beenden kann mit "Wir haben nie ein Haus gebaut". Ha! So, hier nochmal 9 Stämme. Was haben wir denn hier? Das Dach ist noch nicht fertig. Isst du gerade was? Ja. Okay. Ja. I could really do with a drink. Da musst du was trinken. Nein, er kriegt nichts zu trinken. Zuerst muss die Arbeit fertig gemacht werden. Ja. Also wir essen das gute Trockenfleisch. Herrlich. Klingt so absolut merkwürdig, wie du isst, aber... Warum? Schluckt er nicht, Arak? Also schluckt er nur und also einfach nur... Hast du die hast du Beeren? Nein, du hast unreife Beeren gepflückt. Aus Versehen, ja. Ich werde dich töten müssen jetzt. Also. Wow! Okay, dein Haus ist fertig. Danke. Danke, danke. Warum hast du es nicht parallel zur Straße gezogen? Jesus Christ. Naja, weil die Idee eigentlich war, dass wir dann hier gerade ne Dings durchziehen können. Ah, shit. Okay. Oder? Ja. Deswegen habe ich es ein bisschen versetzt gebaut. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Brunnen zum Kaschieren hinmachen, dann fällt das gar nicht mehr auf. Dann ist sogar richtig schön. Kann ich mal kurz gucken. Haben wir denn einen Brunnen? Hier. So, hier den Brunnen daneben machen. Kannst du mal schnell weg? Oh. Nice. Also, zum Beispiel so hier, ne? Ja, ja. Ja, nein? Ja, doch. Ups. Warte, schnell. I'm working on it. My mouth's dry. Nicht perfekt, aber ich denke, ist gut. Okay. Warte mal schnell. Ja, schau mich an. Stehen bleiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lass ein Like, lass einen Kommentar da. Nächste Folge. Wir haben 2 Häuser gebaut, Mann. In der nächsten Folge bauen wir aus. Ist ein herrliches Spiel. Ein herrliches Spiel. Ja. Ich freue mich selber über Feedback. Lass bitte einen Kommentar da. Und ein Like. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.